So, Freunde, willkommen zu Electric Man 2. Ich habe mir mal wieder ein kleines Browser-Game vorgenommen, was ich jetzt einfach mal so ein bisschen let's playen werde. Wie beim letzten Mal auch, habe ich keine Ahnung, was dieses Spiel ist, was man da machen kann und wie lange das Ganze ist und ob es überhaupt ein Ende hat. Wir werden einfach mal sehen, wir werden einen Charakter erstellen, so wie es aussieht. Wir nehmen einfach mal den Standardnamen. Wir nehmen eine Farbe. Nehmen wir mal grün, weil grün toll aussieht. Und wir können ein Skill-Level aussuchen. Nehmen wir einfach mal normal, weil ich werde es bestimmt nicht ein zweites Mal spielen. So. Welcome to Voltigen Training Course. Here you will learn Fight Moves Tournament. Ah, es scheint ein Kampfspiel zu sein. Okay. Egal, wir können ein Rad machen. Oder was ist das? Ein voller Flick, das sieht sehr seltsam aus. Okay. Wir können und ach so, das ist dafür müssen wir nicht mehr rennen. Wir können das aus dem Stand raus. Yeah. Und noch eine Rolle und noch eine Rolle. Oh yeah. Okay. Wir können A, S und D zum Angriff verwenden. Was macht er denn da? Bei D macht er gar nichts. Oder ist das ein Kombi-Angriff? Scheint ein Kombi-Angriff zu sein. Okay. Ja, los geht's. Ich soll das Hologramm bieten. Okay, dann bieten wir mal das Hologramm. Es fühlt sich ein bisschen schwammig an, muss ich sagen. Aber das gibt sich wahrscheinlich gleich wieder. Ach, das ist auch ein Angriff. Gut zu wissen. Okay, das ist auch kein Angriff. Okay. Ja, komm, das ist jetzt alles nicht so. Oh, die Fiete Hologramm mit. Ach so, die Batterie oben links können wir. Das ist sozusagen Special Energie. Oh, und hier haben wir einen Griff, so wie es aussieht. Und BÄM! Ja, geil. Ja, komm, bla bla bla. So, wir können jetzt hier, Runde 1. Können wir uns eine aussuchen oder müssen wir die alle nacheinander besiegen? Ich denke mal, wir müssen sie alle nacheinander besiegen. Deswegen machen wir das doch. Sehr gespannt. Okay, das scheint aber alles irgendwie noch Hologramme zu sein, ne? Bam, bam, bam. Zeitlupe FTW. Und nochmal ein Stage-Down-Kick. Okay, aber sonderlich anspruchsvoll ist das jetzt nicht. Es ist halt einfach nur extrem cool, so wie es aussieht. Und nochmal ein. Ja! Walk, natürlich. Das ist also eine. Mein Gott, die Steuerung ist ein bisschen schwierig, aber es gibt sich wahrscheinlich, wie gesagt. So, und damit haben wir die beiden Hologramme besiegt. Es war so eine Herausforderung, mein Gott! Und hier haben wir ein Self-Glitch-Programm. So, weiter geht's mit dem Frozen. Mal gucken, ob die wenigstens ein bisschen herausfordernder sind, weil sonst wird das Ganze hier wirklich langweilig. Oh Gott, sie kommt von hinten. Rechnet der mit sowas? Und es sind drei. Okay. Hier machen wir erstmal eine epische Kombination. Ein Dive. Und noch ein wenig Super Saiyan Action. Und nochmal ein Triple Kick. Kann ich den irgendwie. Kann ich irgendwie einen Roundhouse-Kick oder so? Oh, scheint nicht so. Ah, doch! Wenn ich nach oben drücke und dann den Trittknopf, kann ich so eine Kombination starten. Sehr gut. Und komm, den bashen wir jetzt nochmal richtig stylisch mit einer Slow Motion weg. Und dann nochmal eine Schlagkombination. Dann hat es sich auch für ihn. Yeah! Okay, dann machen wir jetzt den Guardian Knight. Mal gucken, von wo die kommen. Da bin ich ja sehr gespannt. Okay, von beiden Seiten, wer hätte das gedacht? Und man sieht, die haben immer so ein bisschen unterschiedliche KP. Aber großartig in den Eigenschaften unterscheiden sie sich jetzt nicht. Aber sonderlich tiefgründig ist dieses Spiel jetzt auch nicht so. Ich merke, man muss im Grunde nichts anderes machen, als einen Button zu mashen und dann reicht das auch. Was war das denn? Au! Oh. Triple Kick of Death! Und zack, nochmal Rolle gemacht.
Yeah. Oh, fuck. Jetzt muss ich sie mit einer Zeitlupe wegbashen. Zack. Zack. Jawohl. Einer wäre damit besiegt. Und die anderen beiden auch. Ah, ne. Einer lebt noch. Zack, zack. Nochmal weggepuncht. Aber es war diesmal ziemlich knapp, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Hm, nevermind. Wir hauen jetzt noch den Toxic weg. Das scheint nur einer zu sein. Wer hätte das gedacht? Okay. Aber der läuft doch ein bisschen schrottig. Okay, es sind doch drei. Und ich bin ja mal... Oh, es sind vier. What the fuck? Aber dieses Spiel scheint einfach nur cool zu sein und mehr auch nicht. Okay, das wird wahrscheinlich nochmal auf Hardcore oder wie der Schwierigkeits hieß, nochmal schwer, aber das ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Ich brauche im Grunde nur ein paar Buttons zum Mashen und dann ist das Ganze auch schon wieder okay. Oh, da hat mir jemand schön das Bein weggezogen. Das hast du doch bestimmt. Ha, Chicken da. Da und dafür wurde er direkt bestraft. Jawohl. Aber macht schon Spaß. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ah, jetzt kommt einfach die zweite Runde. Hurra. Na, das kann ja lange dauern. Nehmen wir erstmal den Dozer Man. Ich werde jetzt einfach hier direkt mal einen stylischen Kick nach rechts machen. Damit ich nicht direkt wieder eingekesselt werde. Aber es scheint immer so eine Art Chef in der Gruppe zu geben. Und der sieht dann auch immer ein bisschen anders aus und hat die meisten PP. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine sonderlich schlaue Strategie ist, gezielt erstmal auf den zu gehen, weil das ist ein bisschen schwierig. Aber man sieht, ich brauche jetzt wirklich hier nur einen Button zum Beispiel und das Spiel spielt sich im Grunde von alleine, also. Puh, ja. Aber was will man schon großartig davon im Flashgame erwarten? Ich meine, für ein Flashgame reicht's. So mal für zwischendurch und so. Da jetzt großartig Tiefe zu erwarten, ich glaube, das ist auch ein bisschen zu viel verlangt. So, jetzt mache ich mal einen Triple Kick nach rechts. Bam, bam. Boah. Okay, oh Gott, obwohl die jetzt sich schon ein bisschen besser anstellen als ihre Kollegen. Oh Gott. Okay, jetzt wird's anspruchsvoll. Da kann ich auch mal einen extremen Griff ansetzen. Okay, jetzt, da muss ich mich jetzt auch mal anstrengen hier. Ein bisschen Kombo-Feuerwerk loslassen. Okay, jetzt habe ich leider nichts mehr an Batterie. Das ist natürlich nicht so gut. Zack, zack. Oh Gott, das war's gleich mit mir. Oh Gott. Warum hat die Musik aufgehört? Oh! Komm her, dich vernichte ich. Bam, bam, bam. Und weg ist er. Jawohl. Das war jetzt der erste richtig anspruchsvolle Kampf. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Und wir machen weiter mit dem irgendwas. Im Trainingsraum. Hurra. Okay. Wow, 5 Stück. Aber die haben nicht sonderlich viel KP. Das heißt, wenn ich die mit ein paar gezielten Special-Schlägen wegprügle, dann dürfte das eigentlich auch keine großartige Herausforderung sein. Und warm, die Griffe sind mal richtig stylisch. So, jetzt habe ich nur leider kein Special mehr. Mit Greifen, die abwechselnd nicht gleichzeitig an, sonst hätte ich ein gewisses Problem. Oh Gott. Und den special ich jetzt nochmal so richtig geil weg, so. Bam! Geil. Also die Griffe machen schon Spaß. Und warum ist die Maus so wild? Achso, weil ich sie immer wieder reinziehen muss. Boah. Nark. Ich hoffe, ich habe die Maus jetzt nicht eingestellt. Dass sie jetzt nicht zu sehen ist für euch. Aber das wäre ja gut. Okay. Ja, aber auch wenn ich nochmal etwas anspruchsvoller rein, Gegner. Boah, was war das denn für ein Überwurf? What the fuck? Halleluja, ey.
Bang! Also es ist, ich merke gerade, es ist schon möglich, mit Griffen gezielt auf den Chef zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass das gut, sondern nicht nötig ist. Au! Oh, voll den Kieferbrecher angesetzt. Okay, jetzt muss ich mich aber doch ein bisschen anstrengen. So, jetzt nur noch den Boss und dann hat sich das Ganze auch erledigt. Was? Boah, wie viel KP hatten wir drin? Zack! Und nochmal, stylish Kick. Oh, das war gut. Oh, das war sehr gut. Na komm schon, du kannst mich nicht besiegen. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt auf Level 3. Da haben wir nämlich den Critical Guard. Aber ich finde schade, dass man sich selbst nicht auflevelt. Das hätte ich schon cool gefunden, wenn man irgendwie so einen kleinen Shop gehabt hätte, wo man sich nochmal Fähigkeiten aneignen kann und so. Aber so müssen wir halt ohne auskommen. Boah, da muss ich nochmal mit einem Special Dive ankommen. Boah, Triple Kicks. Au, boah, was zur Hölle. Die haben mich ja richtig gepanischt. Okay, kann ich das jetzt nochmal probieren? Ja, kann ich, okay. Da muss ich mich ja wirklich anstrengen. What the fuck? Und bam, 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 bam. Muss ich richtig mit Special arbeiten, sonst geht das Ganze hier nicht. Na? Wow, Button-Mashing, FTW. Immer nur den einen Kick. Dann können die nichts mehr machen. Oh yeah. Aber ein bisschen lame ist das schon. Na ja, komm, dann machen wir nochmal einen epischen Triple Kick. Aber die verlieren auch kein bisschen KP, ne? Dann nehmen wir mal einen Wurf. Jawohl, einer ist weg. Und so viel KP habe ich jetzt auch nicht. Ich verliere jetzt manchmal einen Triple Kick. Damit ist der zweite aus Gefecht, der dritte aus Gefecht. Und den werde ich jetzt noch richtig episch werfen. BAM! Und der letzte, jawohl, das hat geklappt. Und damit machen wir mit The Toxic Ten. Oh, was? 10 Leute? Verarschen? Na, ich würde mal sagen. Es sind 5. Komm. Den Kick finde ich ein bisschen unnötig hier. Weil man den eh die ganze Zeit mit Special macht. Und der auch damit viel effektiver ist. Also darauf hätte man ruhig verzichten können. Ah komm, ich habe jetzt unnötig Angst vor euch gehabt. Ich finde, das Moveset ist ein bisschen klein geraten. Also, obwohl man coole Kombinationen machen kann, ist da ein bisschen... Was, sie bleibt? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Rennen die jetzt einfach in der Gegend rum und hauen sich selber die ganze Zeit, oder? Was darf ich darunter verstehen? Ja, tatsächlich. Die laufen... Nee, die laufen doch nicht einfach an mir vorbei. Wow, er dodgt sich. Was zur Hölle? Okay. Okay, die sind gut drauf, würde ich mal sagen. Das heißt, ich muss mal richtig epische Kombination... Bin ich denn? Okay, ich habe ihn auf jeden Fall erstmal voll über den ganzen Bildschirm gehauen. Okay, nochmal. My knee to the head! Und zack, in die Luft geworfen. Yeah! Oh, und mich damit selber gehauen. Oh, jetzt habe ich... Oh. Ja, komm, das probieren wir nochmal. Allzu schwierig sind die jetzt auch nicht. Komm, die mach ich platt. Ich mach mich platt! Komm her! Ah! Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf den mit dem roten Band. Der scheint mir nämlich die gefährlichste zu sein. Wow, vor allem, weil er so episch dodgen kann. Zack! Epischer Tritt! Yeah! Aua! Das war eine epische Kombination gegen mich. Ah! Alter, renn weg! Danke.
Aber jawohl, jetzt habe ich nur noch den roten vor mir. Und der war ziemlich anfällig gegen Griffe. Bäm. Und jetzt noch ein paar Schläge und dann hat sich das Ganze. So. Und damit kommen wir, glaube ich, zum letzten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zu The Frozen. Und go! Hua, hua. Gegen 6 Leute. Was zur Hölle? Die werden jetzt mir wahrscheinlich einfach nur durch ihre schiere Masse gefährlich. Deswegen werde ich hier erstmal einen Griff rausprügeln. Okay, aber wir können jetzt auch nicht unbedingt. Wenn ich damit meinen Special Kicks arbeite, dann haben die auch nicht viel zu melden. Und damit sind wir beim letzten, der jetzt auch keine Herausforderung ist. Den mache ich einmal. Na, komm her. Komm her, ich will dich kuscheln. Und boom. Und nochmal ein paar Schläge und ein paar Tritte hinterher. Komm, ich will dich jetzt finishen. Aua. Schlampe. Komm her. Boom. Und gegen die Wand gefinisht. Oh yeah. Und nun machen wir weiter mit Runde 4. Oh yeah. Jetzt bin ich gespannt, wie viele das sein werden. Oh mein Gott. Oh, wie viele werden es sein? Nee, was? 4? Okay, aber die haben episch viel KP. Und haben auch nur Ausweichskills. Oha. Aber die sind mir zu berserkermäßig. Die laufen einfach in meine Schläge rein. Das heißt, ich brauche im Grunde nur einen Button zu mashen. Ups. Das war dumm. Ja, komm. Ihr habt nichts zu melden hier. Au! Warum hauen die mich immer? Warum habe ich mich mit meinen Gegnern um? Ah! Die haben Flugskills. So, weiter geht's mit dem Pyromaten. Da sind sie auch schon. 5 an der Zahl mit relativ viel KP für 5 Leute. Okay. Aber nicht annähernd so heftig wie die Blinder. Aber warum die Musik so rumspackt, das kann mir mal einer erklären. Ups, das war fail. Das war richtig fail. Okay, das war es dann auch gleich mit mir. Außer ich komme jetzt nochmal richtig zurück, aber ich glaube das nicht. Ja, und damit hat sich das auch mit mir. Mein Gott, die müssen aber auch so ewig viel KP haben, ne? Kommt her! Mach ich platt! Oh! Merk schon, gegen viele muss man mit vielen Tritten arbeiten, vor allem mit dem Special-Tritt. Also wenn ich mit Tritten arbeiten, Tritt und immer ins Gesicht. Und nochmal Special-Tritt. Bam, 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 bam. Und nochmal Zeitlupe. Dom, dom, dom. Direkt 4 damit erwischt. Zack, nochmal Schlagkombination. Und nochmal. Und nochmal Special-Tritt. Bam, 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 bam. Und damit war's das mit denen. Komm, und jetzt nochmal Schlagkombination zum Schluss. Bam, bam, bam. Was? Du hast immer noch nicht genug, komm her. Juhu. Und damit kommen wir zum Tag-Team. Zum Tag-Team, nicht zum Tag-Team. Das ist was anderes. Okay. Wo sind die Schweine? Ich mach's platt. Okay, nur 3 Stück. Die müssen was drauf haben. Mit epischer Musik. Yeah. Dann macht das gleich 3-mal so viel Spaß. Hier. Yeah. Wow. Irgendwie haben die jetzt nicht so viel drauf wie erwartet. Die haben nur viele KP. Oder ist der grüne Laser da gefährlich? Hm, seltsam.
Was machen die denn da? Ups, das war fail. Das war richtig fail. Aber irgendwie können die überhaupt nichts. Au! Okay, die können doch was. Das nehme ich zurück. Oh, wie viel KP haben die denn, ey? Und ich mein platt, obwohl ich... Oh, fuck. Das war es jetzt mit mir. Oh, scheiße. Okay, die haben einfach nur extrem viele KP. Und deswegen können die was. Das heißt, ich werde mich hier erstmal um den Boss kümmern. Und bam! Okay, Laser ist dann doch nicht so böse, wie ich, so böse, wie ich gedacht habe. Und nochmal Triple Kick! Und zack, Schlagkombinationen. FTW. Okay, das läuft doch so... Warum läuft es jetzt auf einmal so viel besser? Kann mir das mal jemand erklären? Ich mach doch nichts anders. Also wirklich überhaupt nichts. Kommt nochmal ein Griff, weil es episch ist. Quarz! So. Und nochmal wieder epische Musik. Daran wird's liegen. Deswegen spielst du viel besser, weil hier mehr epische Musik kommt. Ja! Komm her! Zack! Komm, den letzten will ich nochmal so richtig finishen mit einem Griff. Ach, deren KP heilen sich, wenn sie diesen Laser nach oben machen. Jetzt verstehe ich. Oh, verstehe. Ja, bisschen später, aber ich hab's verstanden, wa? Okay, weiter geht's. Hua, nochmal epische Rolle, weil ich es kann. Und los geht's. Es sind 4 Stück. Oh yeah, das können sie. Überhaupt nichts. Sehr gut. Aber irgendwie zähle ich nur 3. Ah, da ist der 4. Hat sich hinter dem anderen versteckt. Okay, und sie haben... Boah, episch viele KP mal wieder. Was soll denn das? Und mehr Schlagkombination. Naja, wenigstens... ist entgegen meiner Erwartung jetzt mal ein bisschen anspruchsvoll. Oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Ich habe einen Zyklontritt gemacht. Wie habe ich das gemacht? Au. Wie habe ich das gemacht? Aha, ich kann Zyklontritt. Geil. Zyklontritt. Yeah. Oh, ich habe nicht ein Special benutzt. Oh, das müssen wir ändern. Watsch. Und von oben. Bam. Oh yeah. Oh, ich glaube, ich muss den Part splitten. Aber jetzt kommt das Halbfinale. Nein, nochmal die Blinden. Oh, die waren lustig. Die waren lustig. Kommt her, ihr Blinden. Okay, die haben nicht ganz so viele KP, das ist gut. Aber die werden mindestens genauso viel Skill haben wie vorhin auch. Aber wenn man die so zusammenhält, dann sind die eigentlich auch nicht besonders stark. Und wenn sie so ein bisschen ausgesprittet sind, genau. Muss ich mal so ein bisschen... So, und jetzt Triple Kick! Bam, bam, bam! Ja, das wird was. Gott, das ist das epischste Match aller Zeiten! Whoa! Bam! Und nochmal Whoa! Bam. Und nur noch 1 gegen 1 hier. Und den werde ich auch direkt mal... Aua. Und noch ein epischer Griff und dann war es das. Yeah. Okay. Damit haben wir noch ein Halbfinale. Und das ist das epische Match gegen die Tags. Mit epischer Musik. Yeah. Okay, diesmal 4 und ich muss... aufpassen, dass sie sich nicht zu viel regenerieren. Deswegen sollte man da wirklich versuchen, gleichmäßig auf alle zu gehen. Das ist nur relativ schwierig.
weil die sich ja wirklich bei jeder Gelegenheit teilen. Gut, eine andere Taktik wäre es natürlich jetzt erstmal die ganze Zeit nur auf einen drauf zu gehen. Und das ist so schwierig, die auseinanderzuhalten. Boah. Ja, jetzt kriege ich es aber ein bisschen unter Kontrolle. Ich denke mal, sobald einer oder zwei besiegt sind, dann ist das doch gar nicht so schwer. Wow, Ausweich Skills. Okay. Was mache ich denn da? Och, dumm. Aber komm, einer ist jetzt gleich besiegt. Zwei sind gleich besiegt. Jawohl. Einer ist weg. So, du bist der mit dem wenig KP, oder? Oh, man kann es nicht erkennen. Ja, du bist der mit dem wenig KP. Also wenn ich jetzt auf dich gehe, ja? Zyklontritt, jawohl. Hä? Also, so, und jetzt haben wir noch einen. Und den können wir mit epischen Griffen besiegen. Aua. Komm her. Ich geb dich. Heil dich nicht, Mann. Jetzt greife ich dich. Komm her. Hallo? Ich würde dich gerne... Der lässt sich nicht greifen. Oh Gott. Das ist so episch. Oh, und das ohne Musik. Jawohl. Mit 4 KP überlebt. Sehr gut. Und hier haben wir das Finale. Oh yeah, gegen Death. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Es sind wahrscheinlich 21 Gegner. Die dreifache KP. What the fuck. Es sind 8, 9 Gegner. Was zur Hölle. Das epischste Battle aller Zeiten. Aber die haben nicht so viel KP, das ist gut. Das heißt, ich kann hier schön mit Tritten alle wegballern. Oh nein, und der Chef hat natürlich eine Heilung. Das heißt, es wird auf ein episches Final-Battle gegen den Chef hinauslaufen. Aber hier erstmal noch ein Dreifach-Tritt des Todes. Okay, jetzt haben wir nur noch 2 Gegner. Ich werde mich erstmal hier um den Kleinen kümmern. Bevor ich mich hier um den Chef kümmere. Nein! Verdammt! Okay, noch ein Versuch. Es ist zu episch. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Wow! Das war ein Dreifach-Krieg. Und zack, ausweichen. Und ganz viele Tritte. Und rutschen. Rutschen. Sehr gut. Und nochmal. Dreifach Kickung. Und ganz viele Roundhouse Punches. Oh, das war ein Fail Kick. Das war ein richtiger Fail Kick. Jawohl. Der hat gesessen, würde ich mal sagen. So, jetzt sind es auch nicht mehr allzu viele. Wow, er kann ausweichen. So, jetzt wird es gleich wieder das epische Endbattle geben. Gegen den Chef. Und den werde ich so richtig mit allen Kombinationen, die ich habe, hier so richtig punishen. Und... Bäm. Komm her. Nee, du heilst dich nicht. Du heilst dich nicht. Und Stage Kick. Und nochmal Schlagkombination. Ah, er kontert. Warum kann er kontern? Bäm. Und jetzt nochmal epischer Wurf zum Schluss. Oh, bäm. Was? Kein epischer Wurf? Komm, epischer Wurf und bäm. Und damit sind wir Meister der Meister der Meister der Meister. Oh yeah. Wir haben das galaktische Battle der galaktischen gewonnen. Und damit sind wir für immer und alle Zeiten Champion. Wunderbar. Und damit würde ich sagen, das ist ein wunderbares Endbild. Das war... wie heißt denn das Spiel nochmal? Genau, Electric Man 2 für heute. Wir sehen uns beim nächsten Flash-Spiel. Tschüss.